Es ist schon wieder viel zu lange her und deswegen fahren wir wieder da. Jawohl denn, na da und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Im Grunde fahren wir auf jeder Strecke zu selten, kommen ja nur alle 17 Mal dran, also wenn man die der Reihe nach angehen würde, ist aber nass. Ist das jetzt schon Monsun? Es geht noch stärker in beiden Ecken. Himmel jetzt nicht so nass, ich bleib bei Regenreifen. Gute Wahl, zumindest wenn man den anderen so bei den Reifen auf die Finger guckt. Anderes Profil? Nee. Reifen steht mal anders. Dunlop-In schon eher, ey, mach doch nicht zu, das würde ich so gerne machen, da vorbeifahren. Das mache ich da so gerne. Das sind ja auch nicht bei Codemasters, stimmt. Hey, was macht denn da außen? Wilder Typ? Nee. Was für ein mentaler Typ. Entschuldigung. Thomas Inge. Dachte sich, hey, ich denke mir mal was. Viel Spaß. Führt den Wagen fest. Ja, kann man machen, ist aber echt doof, weil da war keine Wagenbreite Platz. Man kann vieles machen. Hallo. Oh, beide, das wäre ja schön. Das ist auch schön. Oh, Teamkollegen-Duell. Vorsicht, besondere Vorsicht. Lass mich doch, Mann. Ah, Kies. Da ist auch jemand im Kies. Jaguar. Der wird uns noch überholen im weiteren Rennverlauf. Erstmal ist er hinter uns. Strecke zurück und wie der Wagen erstmal quer steht. Ein BAR in der zweiten Degner. Ich würde schon sagen, hä, das ist doch jetzt gar kein BAR, das ist doch ein BMW. Kommt er da angeschissen und dreht sich weg. Hui, Heck verloren, ab geht's.
Kann man mal machen. Sieht cool aus. Oh Mann, dieses Grand Prix 4. Der Jaguar nervt jetzt schon. Wir sollten nach vorne Reis ausnehmen, dann haben wir vielleicht Ruhe vor ihm. Außer er reist mit aus. Teamkollege hat Windschatten, kommen Arrows, komm rüber. Geht auch so. Kein siebter Gang, 301 Anschlag. Jetzt hat der Jaguar erstmal zwei zwischen uns, zwei Level vorbei auf der Innenbahn. Okay, ich korrigiere nur noch einen zwischen uns und dem Jaguar. Fahr zu, komm. Nein, das war. Oh ne, jetzt ist der hinter dem Teamkollegen und hinter dem Jaguar. Okay, dann fahren wir auch. Nicht in ansetzen, lass das bitte, dankeschön. Oh nee. Wer ist denn gerade hinter uns? Ist der Jaguar? Nö, Jung. Die Kräne hier, das sieht so cool aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und noch viel mehr Kran-Stangenzeug. Das Riesenrad gab's damals schon. Wusste gar nicht, dass BMW Riesenräder baut. Ich könnte meinen, da war gerade eine Staubwolke. Und dann kamen die Bäume erst. Hier hinten bei Cover 1. Der Hintermann ist ein. Ich sehe es nicht, er kommt zu spät an. Wir sehen ihn nicht im Rückspiegel. Immer noch ein Herr Jung. 4,4 Abstand. Nach langer Zeit mal wieder den eigenen Teamkollegen geschlagen, wenn jetzt schon Rennende wäre. Potenza. Potenza aus Faenza. Vier, mal gucken, ob das mehr geworden ist. 47,4, na, da sind wir weit, weit weg von. 3944, 3944. Vollgas ist ein Problem, habe ich festgestellt. Gut, 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 nicht gut. Boah, das war riskant. Habe ich dann doch zurückgezogen. Kann
komm. Oh, danke fürs Anstupsen, fürs ins Kiesbett stupsen. Oh Mann, stehen wir so blöd. Die Teamkollegen sehen wir, glaube ich, nicht wieder. Ein BRR hinter uns, ein Jaguar vor uns. Mann. Ich wollte mal aufs Ganze gehen, es ging zu weit. Dann war es eigentlich schon wieder fast vorbei und dann wieder so auf dem letzten grünen Eck. Das hatten wir schon mal. Das klingt so cool, wenn die Räder durchdrehen. Stürz ins Kies, ey. Ach, noch ein Jaguar? Ich will nochmal Kopfhörer aufdrehen, wie die Räder durchdrehen, das will ich hören. Also das Räder durchdrehen, an sich hört man nicht, aber wie der Motor einfach klingt, wenn die Räder durchdrehen. Cool. Jetzt sehe ich den Hintermann nicht, weil so viel Wasser im Rückspiegel ist. Oh, da kommen wir am letzten Moment an. Lass das nicht schon wieder ins Kies. Mann. Und auch noch... Aua. Rad ab. Rad an den Kopf bekommen. Was ist das denn für ein Kack, ey? Immerhin ist es jetzt auf der richtigen Seite ab. Wir haben mehr Rechtskurven als Linkskurven. Versuchen Sie zurückzukommen. Ja, wir melden uns schon mal an. Wie fies, ey. Ah, ging oben an die Kamera, an den Überrollbügel. Warum musste sich der durchdrücken? Schlimm. Jetzt schon überrundet werden? Gut, ja. Hallo da drüben. War ja schon einiges los. Ich überlege gerade mal auf Monsun zu gehen, aber die Reifen haben sich super angefühlt. So nass ist es nicht, ja. Teilweise große Pfützenbildung, aber für Monsun ist das noch zu wenig, meinem Empfinden nach. Nein. Michael Schumacher braucht doch länger als gedacht, als er ist. Jetzt bremsen wir ihn ein. Das Rennen nochmal spannender. Alex Jung aus dem Rennen, warum? Ölverlust. Ich will Radverlust haben. Na, sehr wahrscheinlich werden wir dein bester Minardi-Fahrer sein, außer wir scheiden vorher aus. Oh, jetzt hat... Ne, Barrichello ist noch hinter Michael Schumacher, okay. Und er wird sich bestimmt wieder absetzen. Hallo Jordan. Nee, das ist zu. Jordan bleibt konsequent hinter uns.
Das Wie ist noch gar nicht so lange her, der Physico in Spielberg ist schön neben uns hergefahren. Und alle anderen sind vorbei. Immer schon das rechte Rad abnehmen. Regenweich. Erster Gang. Los. Siemens Mobile Business. Ach doch, da ist jemand hinter uns. Das blaue Lämpchen. Ja, da ist jemand hinter uns, aber war erstmal nicht zu sehen, weil er noch zu weit weg war. Im kurvigen Eck. Ein dunkelblau, den könnten wir durchaus hinter uns halten mit frischen Reifen. Ist theoretisch möglich. Mann, die blauen Lämpchen sind weg. Kein Vollgas. Leichtklopfen absolut in Ordnung. Und angebracht. Keine 303 Sachen bei 302 ist Schluss. Vielleicht mit einem direkten Windschatten, vielleicht wäre dann mehr drin. Schon wieder blaue Flagge. Das rechte Lämpchen leuchtet. Blinkt. Gerade beide, jetzt gucke ich nicht auf die Strecke. Scheiße. Aber ich denke, wir werden uns wieder vom Hintermann absetzen, also vom Dunkelblau und da. Lämpchen wieder aus. Gebe ich mich gleich wieder an. Ja. Weil ich eine Kurve zu lahm nehme. Dann tun wir einfach mal so, als würden wir hier um eine Position kämpfen. Aber aktuell liegen wir noch eine Runde zurück, noch nicht zwei. Oh oh, jetzt kommt der dunkelblaue. Na ran. Wobei auch nicht so richtig. Dunkelblauer ganz nah am mittelblauen. Hm. Ich denke mal hinter uns ist Frenzen. Oh, noch keine Runde Rückschen auf den Vordermann.
Gehen Sie weg. Punkt was, habe ich mir nicht genau gemerkt. Dann können wir mal gucken, wie wir dem Vordermann näher kommen mit dem Jensen. Uiuiuiui. Schon wieder an dieser Stelle. Hinten beim Löffel. Ach Mist, der ist schon über die Linie. Deswegen kommt keine Anzeige für nach vorne. Geht dann nur zu Rundenbeginn. Wir liegen ja in etwa 12 Sekunden auseinander. Wegen der frischen Reifen halten wir uns hier in etwa auf dieser Stelle. Langsam habe ich aber das Gefühl, dass der Dunkelblaue ernst machen will mit "Ich will vorbei". Immerhin zeigt er uns genau die Flaggenfarbe, die Farbe, die er auch fährt. Wobei die Farbe auf dem Lenkrad mit den Lämpchen ist nochmal ein Ticken dunkler als von den Fahnenschwenkern. Und der andere Dunkelblaue, rot, blauer Helm, das ist Thomas Engel. Wie hat er dann das gemacht? So. Ich stand schon andersrum, ja. Hat sich gerade frisch gedreht. Aha, Frenzen. Frenzen ungewöhnlich weit hinten, aber Heidfeld noch ungewöhnlicher weit hinten. Auf der 17. Das ist interessant. Die Gicht gerade durch das Werbeschild ging. Oh Mann, jetzt geht's wieder geradeaus ins Kies. Er fährt mit. Über. Teppich. Okay, wir werden gleich zweimal rundet. Wir wollen außen rum. Kommt gerade frisch aus dem Dreh und verpasst schon wieder eine Kurve. Oh ne, doch nicht, wirkte nur so. Hab nichts gesagt. Blauen Lämpchen sehen wieder aus. Ich würde gerne mal Windschatten auf Stadtsee haben, um das einfach mal zu testen, ob wir auch 303 erreichen könnten. Ein Jaguar weniger. Thank you.
Was ist denn hier los? Hä, ist der runtergefallen? Der hat ja, hat uns ja den Rücken zugedreht. Der ist doch da runtergefallen. Ja, der ist runtergefallen, der müsste oben stehen. Was ist da oben passiert? 430R? Zwischen Löffel und 130R, was soll denn das sein? Ein Ausfall, stehen gebliebenes Auto. Konnte aber gar keine Anzeige. Ausgeschieden. Punkt ist aus dem Rennen. Bin ich mal gespannt, ob der auch in der nächsten Runde noch da unten steht und rumwedelt. Ich kann es mir irgendwie vorstellen. Hier oben sehen wir nichts, keinen Flaggenschwenker. Kein Flaggenschwenkermann. Jetzt habe ich zu früh gebremst. Ah, das ist schon wieder der Ferrari. Zwei Runden weniger. Wir fahren maximal bis Runde 13. Also jetzt gleich noch drei Runden. Da vorne ist Wüstenstaub. Keine Bäume. Jetzt sind da Bäume. Diesmal halten wir ihn nicht so auf, dann kommt sein Teamkollege nicht so ran. So, Flaggenschwenkermann. Nicht mehr da. War der Helm gerade rot vor uns? Hab's nicht ganz erkennen können. Jedenfalls der zweite Ferrari hinter uns, die haben sich wieder getrennt und ich schätze einfach, Michael Schumacher liegt vor Rubens Barrichello. Es ist halt sehr wahrscheinlich. Da kann man gar nicht großartig gewinnen. Zumindest nicht überraschend. Gewinnen kann man mit Michael Schumacher praktisch immer. Ja, dann haben wir jetzt wieder keinen Windschatten für Stadtziel und die 303 km/h. Button hat uns noch nicht überrundet. Er ist wieder bei 1,39, obwohl wir noch so einen Scheiß gemacht haben. In der Zwischenzeit. Aber was bleibt am Ende des Rennens? Wir sind bester Minardi-Fahrer. Toll, oder? Beim Zufahren auf den Löffel darfst du vorbei, Barrichello. Jetzt ist aber ganz schön weit weg, dann doch eher 130R. Geht doch jetzt nicht vom Gas. Nö. Was?
So viel Neugier muss sein, warum war das gelb? Aha, der Nick. Ab ins Kies. Hat der ein Glück, dass der nur so ganz leicht mit dem Heck an der Bande schabt. Jetzt aber fix. Ja, Barrikade auf 2. So, möchtest du jetzt vorbeifahren, Barrikade? Dann halt dich mal ran. Hier hast Windschatten. Windschatten? Diesen Schlenker nach rechts habe wieder nicht ich gemacht. Das war die Lenkhilfe. Ach, Barrikade, du bist schon ein bisschen doof. Ja, wo will er noch vorbeifahren? Gibt noch ein paar Gelegenheiten, zum Beispiel oben bei Degner. Oder genauer gesagt bei Degner 1. Zufahrt 130R, wenn er dran bleibt, aber das scheint bei ihm irgendwie ein Problem zu sein. So. Fahr schon. Der wird auch wieder zu weit weg sein für 303 Sachen, weil nach dem Löffel ist er schon wieder zu weit weg. Da wird das nichts mit einem anständigen Windschatten. Aber der Motor gibt halt bloß 302 her von Haus aus mit Windschatten. Oder massiven Rückenwind vielleicht nochmal einen Ticken mehr. So, doch ganz guter Windschatten, hätte ich nicht gedacht. 303 Sachen. Jetzt gucken wir, ich da würde Knick. Würde Knick fürs hier ausprobieren. Ja, 302, da will nichts mit 303 erscheinen. Oh, 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 oh. Ist aber lahm hier. Hast du etwa nicht so frische Reifen? Nicht den. Okay. Wollte eigentlich rechts an ihm vorbei. Hoi, hallo. Nicht den Flaggenschwenkermann umfahren. War auch ein sehr dürftiges Rennen. Oh, der BRR da in der ersten Kurve, der spinnt wohl. So, wir machen jetzt hier Party, einfach weil wir es machen wollen. Oh. Hui, nicht wieder auf die Wiese. Weg hier. Schöne schwarze Felgen bei Minardi. Gefällt mir auch sehr. Nicht den schönen Minardi kaputt fahren, ja? Ihr Rüpel. Mann, was hast du denn daran nicht verstanden? Schon ein bisschen blöd. So wie bei Killerfein. Oh, wir haben Motorschaden. Und Ölverlust. Und einen Radverlust irgendwie, oder? Geh weg, du. Aber konsequent, bei uns ist Rad mit Aufhängung ab, bei ihm auch. Bulli auf der 3, sehr schön. Und Olivier Panis, ein Zähler mitgenommen. Oh Mann, nur 16. Aber eine gute Sekunde vom Teamkollege, etwas mehr als eine Sekunde sogar. Na, kann ich mir jetzt was drauf einbilden. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.